Geschichte um Klein Knut. Der Kaffee schmeckte zu süß, war aber bitter nötig. Dann fange ich halt wieder von vorne an, sagte sich Klein Knut. Die Straßenlaterne draußen in der Dunkelheit zeigte ein Licht, als ob es schon nach 12 Uhr wäre. Klein Knut saß in seinem Einzimmer-Apartment. Das Zimmer war nicht schön und nicht hässlich, so dazwischen. Aber die Heizung tat ihr Bestes und es war warm drinnen. Nur zu dumm, dass alles heute passieren musste. Der Tag fing eigentlich ganz normal an, ein Alltag eben. Klein Knut war Detektiv. Nein, kein Kaufhausdetektiv, ein richtiger Detektiv. So mit Kamera und im Auto rumsitzen, natürlich mit einer Knarre und der seltenen Gabe, sich unauffällig, je nach Verkleidung, an die verschiedensten Orte anzupassen. Aber für seinen Auftrag heute musste er sich nicht extra umziehen. Jeans, ein rotkariertes Hemd, knautschige blaue Jacke und schwarze Turnschuhe. Ach ja, es war Sommer, nicht Hochsommer, mehr Ende des Sommers. Es war ein kalter Sommer. Er sollte jemanden beschatten, Sir Edward Doyle. Also schlenderte Klein Knut gegen Morgen die Straße entlang, wo Sir Edward Doyle in einem kleinen französischen Café sein Frühstück zu sich nahm. Café au lait mit einem Croissant. Doyle war ein Aristokrat. Fein gekleidet, pingelig frisiert, gezwirbelter Oberlippenbart und eine Aftershave-Duftnote, dass man schier ohnmächtig wurde. Klein Knut dagegen roch etwas muffelig mit einem Hauch von Tabakqualm. Seine Freunde nannten ihn übrigens manchmal auch Knütchen. Also Knütchen schlenderte wieder an Sir Edward Doyle vorbei. Mein Gott, der frühstückte wie eine Schnecke so langsam. So unscheinbar Knütchen auch war, aber nochmal am Café vorbeigehen, das wäre echt zu viel gewesen. Also Plan B, dachte sich Klein Knut. Plan B war nichts anderes als abwarten und Tee trinken. Und zwar direkt 2 Tische von Doyle entfernt. Er sollte ihn beschatten, weil seit geraumer Zeit das königsblaue Kaninchen aus dem Park an der 51. Straße verschwunden war. Nein, dass es überfahren oder von wilden Tieren, Hunden, nervigen Menschen verjagt oder zerfleischt worden war, scheidet aus. Alles schon überprüft. Außerdem zeigte es sich nur, wenn es ganz ruhig im Park war. Ich glaube, Klein Knut hatte es sogar schon einmal gesehen. Deshalb bekam er nämlich diesen Auftrag. Klein Knut redete nicht viel, aber er hatte einen leicht trampeligen Gang. Doch das schien das Kaninchen damals nicht gestört zu haben. Oder doch? Ah, endlich! Es war wie wenn Glocken klangen. Sir Edward Doyle tupfte mit einer weißen Stoffserviette seine Mundwinkel ab, zwirbelte die Croissant-Krümel aus seinem Bart und bezahlte. Jetzt kam sein Verdauungsspaziergang durch den Park. Aber die Verdauung kann es nicht gewesen sein, dass das königsblaue Kaninchen verschwand. Die erledigte er immer zu Hause, ist doch angenehmer. Was allerdings Doyle in das Licht des Verdächtigen rückte, war die Tatsache, dass er als einziger Mensch die Kaninchensprache in all seinen Dialekten vorwärts wie rückwärts sprach. Nur, wie sah es aus mit der Sprache des königsblauen Kaninchens? Wer sagt, dass Kaninchen nicht reden können? Ganz, ganz leise flüstern sie. Aber Klein Knut konnte nichts Außergewöhnliches an Sir Edward Doyles Verdauungsspaziergang finden. Doyle drehte seine Runden hin und her, vorwärts wie rückwärts und fand bedauerlicherweise auch noch ein 4-blättriges Kleeblatt, das er sehr sorgsam und penibel in ein Papierchen in seinem Portemonnaie verstaute. Danach
verschwand Doyle in seiner Wohnung und Gott weiß, was er dort tat. Knütchen wusste es jedenfalls nicht. Es hatte einfach nicht geklappt, eine gegenüberliegende Wohnung zum besseren Beschatten zu mieten, Wanzen zu installieren, Kameras zu verstecken, etc. etc. So strich Klein Knut nun seine einsame Runde im Park an der 51. Straße. Hoffentlich verpasse ich nichts Wichtiges, dachte er noch. Schließlich setzte er sich auf eine Bank unter einer Weide. Die Sonnenstrahlen wärmten sein Herz, das leicht zu frösteln anfing. Was konnte bloß mit dem Kaninchen geschehen sein? Hoffentlich war ihm nicht zugestoßen. Er mochte es, obwohl er das Kaninchen doch nur einmal ganz kurz gesehen hatte, wie es in einem Erdloch verschwunden war. Er hatte noch genau das Bild in seinen Augen. Ein königsblauer Kaninchenpo mit weißer Lampe und absprungbereiten Hinterbeinen. Ob seine Nase wohl auch blau ist, fragte er sich. Der Tag, der so sonnig anfing, bekam langsam Wolken. Grau wurde der Himmel. Sicher kommt bald Regen. Der Park wird immer leerer. Das heißt, Doyle wird seine Wohnung heute nicht mehr verlassen. Wieder ein Tag, wo nichts vorwärts geht. Bald bin ich meinen Job los. Erste Regentropfen platschten auf die Blätter der Weide. Klein Knut saß, Gott sei Dank, unter einem dicken Ast, sodass er nicht nass wurde. Aber seine Gedanken verdunkelten sich genauso wie das Wetter. Er malte sich aus, was alles passieren würde, wenn er diesen Job vermasselte. Keine weiteren Jobs, kein Geld, keine Wohnung, keine Freunde, keine netten Kleinigkeiten mehr und gleich nach den Gedanken an nichts mehr zu essen, suchte er im Geiste schon seine Beerdigungsmusik aus. Jetzt war es soweit. Der Regen plätscherte richtig los. Wie sollte es anders kommen und wer hätte es anders erwartet? Hinter ihm schnuffelte etwas und natürlich war es das vermisste königsblaue Kaninchen. Klein Knut war so in Gedanken, dass er es zuerst gar nicht bemerkte. Dann zupfte es ihn ungeduldig am Hosenbein. Keine Reaktion von Knütchen. Schließlich hüpfte es auf die Bank und setzte sich wie eine Sphinx neben ihn, Seite an Seite, so dass sich beide ganz leicht berührten. So ein bisschen sind Kaninchen nämlich schon wärmebedürftig. Also keiner von den Zweien wagte es, den anderen anzuschauen. Knütchen saß ganz regungslos und kerzengerade. Bloß keine unnötige Bewegung machen. Er hielt fast schon den Atem an. Da saß es also neben ihm. Die Kaninchennase war übrigens anthrazitgrau. Jetzt knirschte es leicht mit den Zähnen. Klein Knut versteinerte immer mehr. Jetzt lass mal locker, ey. Hä? Ja, du hast richtig gehört. Ich bin's, das sogenannte königsblaue Kaninchen. Als ob das sowas großartig Besonderes wäre. Also mich kotzt's nur an. Ständig wird so ein Gefasel um mich gemacht. Mein Gott, kann man mich nicht einfach nehmen, wie ich bin? Das Kaninchen setzte sich hin und sah Knütchen scheel von der Seite an. So mit einem Auge, wie das Kaninchen halt manchmal machen. Klein Knut wusste überhaupt nicht, was sagen. Ich bin kurzfristig mal eben abgehauen. Keine Lust mehr auf den Scheiß hier. Immer wurde ich als das tolle Kaninchen hingestellt. Die Ausnahme. Der Inbegriff von Märchenfigur hier im Park an der 51.0815 Straße. Siehe Alice im Wunderland. So. Okay, dass das Kaninchen weiß, aber trotzdem. Ständig wollte man mich irgendwelchen neunmal klugen Belgern vorführen. Als ob sich dadurch bei denen was ändert. Fantasie und so. Bin ich ja der Weihnachtsmann oder was? Jetzt schaute es Klein Knut von der Seite an. Ach, dachte er, wohl so ähnlich wie mit Sternschnuppen oder vierblättrigen Kleeblättern. Das Kaninchen gähnte und putzte mit seiner Zunge seine Barthaaransätze. Naja, sagte es mit einem Unterton und gähnte schon wieder ausgiebig. Denk, was du willst.
Und wenn du unbedingt denken willst, dass das Leben ein Märchen sei, so von wegen, man muss nur seiner inneren Bestimmung folgen und alles wird gut. Man entpuppt sich als das Talent und schon geht's los. Bitte, dann glaubt das halt. Ich sag nur Walt Disney, aber nicht das Leben. Knütchen räusperte sich. Hab ich jetzt Lust, mir diesen Depri-Teil reinzuziehen? Zieh dir rein, was du willst, aber erwarte bloß nichts von mir. Das königsblaue Kaninchen blinzelte ihn auffordernd an. Seine Augen hatten trotzdem was Besonderes, auch wenn es das nicht wollte. Vielleicht war es einfach nur urlaubsreif oder musste sich mal ausquatschen. Der Regen ließ langsam nach. Tschüss und lass dich nicht aufhalten. Und schon hüpfte das Kaninchen mit einem Satz davon. Knütchen war jetzt genauso schlau wie vorher. Wovon aufhalten? Oder dämmerte ihm da was? Sein Magen knurrte inzwischen und das erinnerte ihn daran, mal wieder praktischen Fragen nachzugehen. So verließ er schnurstracks den Park, kaufte sich an der nächsten Ecke einen Snack und schlenderte unauffällig an Sir Edward Doyles Wohnung vorbei. Dort brannte in einem Fenster Licht. Das heißt, er war und blieb immer noch zu Hause. Aber da das Kaninchen jetzt wieder aufgetaucht war, war ja sein Job beendet. Wozu also noch Doyle beschatten? Klein Knut ging erst einmal nach Hause in sein Apartment. Er wusste, dass ihm niemand die Hasengeschichte glauben würde. Keine Zeugen, Fotos, Tonbandaufnahmen. Warum sollte das Kaninchen plötzlich normal reden? Von wegen schwierigste Kaninchensprache und so. Naja, vielleicht können ja gerade die Experten das Einfachste nicht mehr verstehen. Im Grunde war er sauer auf das königsblaue Kaninchen. Nicht nur, dass Knuts Fall so unspektakulär einfach aus seinen Händen glitt, nur wegen einer Laune dieses Kaninchens. Er war sauer, weil es seine Gedanken irgendwie kannte. Dass es rücksichtslos mit seiner blöden Laune das Puzzleteil in seinen Gedanken, das, worin Wunder geschehen, als Naivität abkanzelte. Denn für ihn gibt es Momente, in denen das Leben ein Märchen sein kann. Auch wenn die Momente oft überhaupt nicht da sind, aber dann denke ich es mir halt als Märchen aus. Knut lächelte, während er dies sagte. Dann setzte er das Kaffeewasser auf.